Bei den Prozessen um die Mavi Marmara haben die Betroffenen angefangen, ihre Schadensersatzforderungen an die Türkei geltend zu machen. Sollten die Klagen Erfolg haben, wird der Staat die Gelder zahlen. Bei der Stürmung der Hilfsflotte durch israelische Spezialeinheiten wurden in der Vergangenheit 10 türkische Staatsbürger getötet und Dutzende verletzt. Gegen die israelischen Soldaten will die Staatsanwaltschaft aber nicht ermitteln. Bei einem gemeinsamen Abkommen hatten sich die Regierungen beider Länder geeinigt, dass bei Schadensersatzforderungen alleine die türkische Regierung Ansprechpartner ist. Jetzt hat erstmals ein bei der Aktion verletzter Türke gegen die Türkei eine Schadensersatzklage eingereicht. Zuletzt hatte Präsident Erdogan bei einer Rede in Richtung der Aktivisten von der Mavi Marmara die Frage, habt ihr uns vorher gefragt, gestellt.